Einen wunderschönen guten Morgen am dritten Tag der MAM-CD. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen, ihr seid wieder wach, ihr habt euch mit Mate und Kaffee versorgt. Ich habe hier für euch Johannes Lucia. They haben schon mal vor 5 Jahren hier einen Vortrag gehalten. Da ging es um RC-Cars in XXL, Traktoren, die man fernsteuern kann. Dafür brauchte man dann eine Platine. Und dann, wie das so häufig ist, geht das nicht besser. So eine Pickmaschine, die Platine für mich bestückt, das wäre doch voll praktisch. Da kann ich doch bestimmt Zeit sparen. QXKCD-Comic, ihr kennt das. Und was dabei gelernt wurde, wie das funktioniert hat und was da so passiert ist, das kommt jetzt. Ein Riesenapplaus. Ja, dann auch nochmal von mir. Herzlich willkommen. Das Ziel vom Vortrag wurde mir gerade schon weggenommen. Das heißt, einmal meine Erfahrungen dabei berichten, warum es ein völlig zweckloses Unterfangen aus meiner Sicht rückblickend war und ich trotzdem sehr viel Spaß dabei hatte. Kurz zu mir als Kapitänin für diesen Vortrag. Mein Name ist Johannes Lucia. Die Pronomen, wie gerade schon gehört, they, them oder einfach keine. Verdiene mein Schiffszivilback an einer Universität weiterhin. Und ja, die Hobbys wechseln durchaus mal ein bisschen die Schwerpunkte. Ich weiß, völlig exotische Eigenschaften hier. So, dann noch ein bisschen allgemeines Seemannsgarn. Nehmen Sie bitte alles mit einer Prise Salz. Ich bin für nichts, was ich heute erzähle, wirklicher Experte. Dazu kommt, das meiste ist schon ein paar Tage her, das heißt, die Erinnerungen können das eine in die eine oder andere Richtung ein wenig beeinflusst haben. Und leider habe ich nicht mehr für alles meine Originalbilder gefunden. Das heißt, hier und da quasi musste ich leider Platzhalterbilder finden. So, wie alles begann. Jede gute Geschichte beginnt mit einem "Es war einmal". Es war einmal die ersten Versuche, ein Schiff zu bauen. Moment, falscher Vortrag. Es war einmal die ersten Versuche, mit Elektronik rumzuspielen. Das heißt, man schnappt sich irgendein Raspberry Pi oder ein Arduino, ein paar Breadboards, ein paar fliegende Käbelchen und löst irgendein Problem. Funktioniert meistens ganz akzeptabel. Stellt man halt eben fest, ja, funktioniert, es ist leicht aufzubauen, man braucht irgendwie keine speziellen Werkzeuge, man kauft halt ein paar Bauteile, es funktioniert. Aber dann stellt man fest, es erfüllt zwar irgendwie den Zweck, aber vielleicht so Wackelkontakte oder die Datenraten sind beschränkt. Falls man Sachen so auch draußen macht, so vielleicht auch Wetterbeständigkeit und so, braucht relativ viel Platz. Das geht doch bestimmt besser. Naja, wenige Iterationen später baut man halt eben nicht mehr mit einer Palette und ein paar Fässer irgendwas schwimmt, sondern man fängt an, ausgewachsene Boote zu bauen. Oder halt in meinem Fall eine kleine Platine, die gerade schon erwähnt wurde, auch in dem Talk vor 5 Jahren vorgestellt wurde, die man alle wichtigen Funktionen beinhaltet, wenn man mit einer anderen Open-Source-Software einen Trecker über den Acker steuern möchte, um sozusagen gezielt bestimmte Linien abzufahren. Das heißt, dieses Bild, falls das irgendjemand zufällig bekannt vorkommt, ist vermutlich ein bisschen gelogen. In dem anderen Vortrag war es Version 2.1, nicht die Version 2.2, die ich vorgestellt habe. Aber das ist jetzt ein bisschen komplexer geworden. Das ist jetzt eine speziell gefertigte vierlagige Platine, besteht aus 60 unterschiedlichen Bauteilen, die da drauf sind, insgesamt 140 Bauteile. Und das kleinste Bauteil hat einen sogenannten Pitch von 0,5 mm. Das heißt 0,5 mm vom einen Kontaktdraht zum nächsten. Da reden wir nicht über den Abstand, sondern den Mittelwert von 0,5 mm. Ja, ne, dann haben wir definitiv jetzt, wir brauchen ein bisschen mehr Tools. Das funktioniert nicht mehr so ganz mit dem, was jeder zu Hause hat. So, ne, das heißt, da haben wir jetzt einige Vorteile. Es ist deutlich kompakter, diese Platine braucht deutlich weniger Platz, als wenn ich die ganzen Sachen in Einzelplatinchen mache. Aber es braucht also die ersten Spezialwerkzeuge. Also, ich muss das Zeug irgendwie löten können. SMD-Löten heißt, ich brauche irgendwie mindestens so Heißluftlötkolben oder einen kleinen Reflow-Ofen. Ich weiß, man kann auch mit der Pfanne und Sand das machen und so weiter und so fort. Aber wir beginnen damit, die ersten Dinge zu haben, die man eben nicht mehr zu Hause hat. Dann stellt man fest, okay, normales Lötzinn funktioniert auch nicht mehr, wir brauchen spezielle Lötpaste dafür.
die Lötpaste aufzutragen, funktioniert bei so größeren Bauteilen noch gut, irgendwie mit einer Pinzette oder Zahnstocher. Bei diesen kleinen Sachen stellt man fest, okay, ich brauche nicht mehr nur die Platine, ich brauche dann so eine Schablone, um die Lötpaste aufzutragen. Und bei diesen ganz kleinen Dingern, zumindest wenn man nicht mehr, keine Ahnung, 15 ist, stellt man irgendwann fest, so zum Platzieren wird sowas wie ein Stereomikroskop irgendwann auch schon eine coole Sache, um überhaupt noch genau zu erkennen zu können, welches von den 0,5 mm Beinchen jetzt auf welchem ebenso kleinen Pad rumliegt. Gut. Und dann stellt man fest, oder in dem Fall habe ich es halt festgestellt, dieser Aufbau von den Platinen, gerade wenn man mehr als eine macht, das ist sehr repetitiv. Man sitzt da, nimmt mit der Pinzette ein Bauteil, sucht die richtige Stelle auf der Platine, wo dieses Bauteil hin muss, legt es drauf, nimmt die Pinzette wieder hoch und wiederholt das Ganze 140 Mal. Oder in der Realität eher 150 Mal, weil man zwischendurch festgestellt hat mit, ich bin zwischendurch beim Hochheben mit der Pinzette an irgendein anderes Bauteil gekommen und habe es verschoben. Oder man stellt irgendwann fest mit, ups, ich habe vermutlich irgendwo den falschen Bauteilwert eingesetzt, gerade sowas wie Kondensatoren, die alle gleich aussehen, waren bei meinem Fall dafür sehr beliebt, dass man einfach so festgestellt hat, oh, das waren jetzt die nicht 100 Nanofarad, das waren die, keine Ahnung, 5 Mikrofarad. Naja, also, was macht man, wenn man feststellt, das ist eine langweilige Tätigkeit? Wir brauchen neue Hilfsmittel. So, dann stellt man ganz fest, das ist ja schon erfunden. Das nennt sich eine Pick-and-Place-Maschine. Wenn man dann auch kurz mal sucht, findet man ganz schnell die Beschreibung. Was macht das? Eine Pick-and-Place-Maschine übernimmt halt die Bestückung der Platine. Nennt man halt auch teilweise Bestückungsautomat. Und wenn man mal ein bisschen so rumschaut, findet man ganz schnell solche Bilder. Das ist so die Profi-Klasse. Ist natürlich, wenn man so ein bisschen verspielt ist, erstmal total faszinierend. Schaut man sich mal kurz an, kommt ins Datenblatt, bis zu 100.000 Bauteile pro Stunde, die platzieren können. Und dann guckt man noch genauer ins Datenblatt und stellt fest, naja, braucht so ungefähr 12 Quadratmeter Platz, wiegt 2,5 Tonnen und über den Preis, den will man dann gar nicht mehr wissen. Gut. Wird man mit den Ansprüchen ein bisschen geringer, weil nach kurzen Überschlagsrechnungen 140 Bauteile auf der Platine, 100.000 pro Stunde, 600 Platinen pro Stunde, naja, ganz viele brauche ich dann doch nicht. Können wir ja vielleicht ein bisschen kleiner werden. Schaut mal weiter, gibt es halt so eine kleine Einsteigerklasse. Die wird bezahlbarer. So, als ich geschaut habe, war der Preis da so um die 3.000 bis 4.500 Euro. Ich weiß nicht, wo er jetzt aktuell liegt. Ich vermute mal so ganz vielleicht ein bisschen eher 4, 4,5. Inflation schlägt ja immer zu. Schafft auch immer noch so eine vierstellige Anzahl von Bauteilen pro Stunde. Aber ich weiß nicht, wie gut man das an diesem Foto noch erkennen kann. Die sind meistens nur begrenzt flexibel, gerade wenn man so als Hobbyist an so Kleinserien denkt. An beiden Seiten sieht man so Halter, da können dann so komplette Reels, das sind so Spulen mit Bauteilen, eingesetzt werden. Das ist total cool, wenn man eine große Serie plant, weil dann hat man eben diesen Spulen, hunderte bis tausende Bauteile, die setzt man einmal ein und da kann die Maschine dann ganz viele Bauteile davon rausnehmen und dementsprechend viele Platinen bestücken. Wenn man jetzt ein bisschen Realismus im Kopf behalten hat, stellt man halt eben fest, ich will immer noch nicht hunderte Platinen haben, sondern eher vielleicht kleine zweistellige Zahlen mal realistisch. Und dann stellt man fest, okay, irgendwie alles auf Spulen zu bekommen, schränkt dann irgendwie die Beschaffung ein. Diese Abschnitte sind dann teilweise problematisch, weil wenn man die Anleitung stellt fest, ja gut, ich muss die ersten 10, 20 Bauteile quasi wegwerfen, um sozusagen die Sachen einzuspulen und so. Und wenn ich nur 20 Bauteile brauche, die ersten 20 wegzuschmeißen, fühlt sich auch verkehrt an. Okay, ist also vermutlich auch nicht meine Lösung, selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich ignoriere mal das Preisetikett. Naja, es gibt ja immer noch DIY. Weil im Kern ist die Aufgabe so einer Pick-and-Place-Maschine ja relativ einfach. Man muss ja nur das Bauteil an der Position A aufnehmen und an Position B auf der Platine wieder absetzen. So,
Dafür braucht man 4 Achsen, also X, Y, Z und eine Rotationsachse. Und so 4 Achsen-Systeme, die hat überhaupt nicht mal die Hälfte der Leute hier fast im Raum stehen. So ein 3D-Drucker hat ja auch X, Y, Z und statt der Rotationsachse hat der halt einen Extruder, aber rein prinzipiell könnte man ja den Stepper-Motor einfach sozusagen anders montieren, dann hätte man eine Rotationsachse. Das ist ja heutzutage jetzt erstmal kein, ich nenne es mal, besonderes Hexenwerk. Das heißt, könnten wir machen. Dann stellt man so ein paar Dinge zwischendurch mal fest, nachdem man ein bisschen liest, das Ding braucht eigentlich eine überrascht hohe Genauigkeit. Weil, naja, wenn man darüber nachdenkt, ist ja auch nicht so unplausibel, wenn man so einen Abstand hat von 0,5 mm zwischen einzelnen Beinchen von den Bauteilen, dann sollte man da mal so plus minus zumindest 0,2, dass es so grob richtig übereinander liegt, schon mal die Bauteile absetzen. Und dann stellt man fest, das gilt natürlich für alle Parameter. Das heißt, wenn ich es aufhebe, die Position mag ja nicht hundertprozentig genau sein. Die Platine mag nicht genau da sein, wo ich sie vermute, dass sie liegt. Und so weiter. Das heißt, man stellt fest, die Mechanik muss relativ genau sein, aber ich brauche auch irgendwie weitere Korrekturmechanismen. Dafür nimmt man dann Kameras, die halt eben prüfen, wie sieht jetzt die Realität aus. Das heißt, ob liegt die Platine wirklich genau da, wo ich sie erwarte, oder liegt sie vielleicht einen halben Millimeter mehr links, einen halben Millimeter mehr rechts. Aber gut, klingt immer noch gut machbar. Dann schaut man mal um, was gibt es da an Software? Zu meiner Zeit gab es dort 2 Varianten, Lightplacer und OpenPNP. Lightplacer ist mittlerweile deprecated. Derjenige, der es entwickelt hat, hat gesagt, aus gesundheitlichen Gründen hört er halt auf, das zu entwickeln. OpenPNP wird immer noch weiterentwickelt und sieht aus, als ob es die flexibelste Wahl ist. Also ist das durchaus was, wo man drauf aufbauen kann. Dann stellt man aber fest, die meisten Bausätze haben halt immer noch ein ähnliches Problem wie die Einsteigerklasse. Wir können da immer nur begrenzt viele Bauteile gleichzeitig haben. Und wenn ich natürlich nur jedes Mal nur eine begrenzte Anzahl von Bauteilen haben muss, heißt das, ich muss jedes Mal vermutlich sozusagen die Maschine komplett neu einrichten. Also das heißt, sagen, wo sind welche Bauteile, wo finde ich den Anfang von diesen Bauteilen und ähnliches. Das ist natürlich unpraktisch, weil dann spare ich ja noch gar nicht so viel Zeit für meine kleinen Serien. Wenn ich jedes Mal diese Zeit, die ich am Mikroskop sitze, dadurch ersetze, dass ich die Maschine einrichte, ist es vielleicht ein bisschen angenehmer verbrachte Zeit, aber wirklich Zeit sparen tue ich damit nicht. Und dann gab es den Schicksalsmoment. Ich bin über YouTube drüber gestolpert. Nein, Moment, das ist genau das ein Beispielbild. So sieht es halt eben aus mit einer begrenzten Anzahl von Platz. So ein einfacher Lightplacer. Und dann bin ich halt über YouTube gestolpert und dort hatte jemand für OpenPNP den Prototyp einer Heap-Feeder-Implementierung gemacht. Was ist das? Wir haben halt in die Kästen, in jedem dieser kleinen Kästchen ist ein Bauteiltyp einfach dreidimensional reingeschüttet. Und so kleine Bauteile kann man natürlich jetzt viel höher übereinander stapeln, als wenn man sie schön in 8 mm Raster auf Tapes klebt. So, das heißt, die Idee ist, so diese Standardbauteile stapeln wir jetzt dreidimensional. Durchaus chaotisch, also jetzt nicht komplett sortiert, sondern einfach von der Spule nehmen, in Trichter reinwerfen und einfach damit lagern. Dann nimmt man eine kleine Menge, wirft die in diesen Becher, der vorne im schwarzen Vordergrund war, schaut, ob sie richtig rumliegen. Wenn ja, werden sie bestückt. Wenn nein, schmeißt man sie so lange rein, bis sie irgendwann per Zufall richtig liegen. Ja, ne, und dafür nutzen wir halt die eh vorhandene Kamera, die brauchen für die Positionierung. Und wenn es halt nicht klappt, machen wir halt eben ein paar Mal, bis es klappt. So, und damit schafft man natürlich jetzt sehr viele Bauteile dauerhaft auf wenig Platz zu lagern. Also so Standardbaustände, so wie Widerstände, Kondensatoren, die man ja regelmäßig braucht, aber in verschiedensten Mengen. So kurz überlegt und festgestellt, ja, auf der Fläche von ungefähr so einem A4-Blatt kriege ich jetzt über 200 verschiedene Bauteile gelagert. Das reicht für so eine komplette E12-Reihe von Widerständen, dazu noch von die Standardkondensatoren, so irgendwie so eine E3-Reihe, vielleicht noch ein paar. Also da kriege ich jetzt einiges unter. Und damit klang das sehr gut.
nochmal kurz geschaut, wie sieht es jetzt mit OpenPNP aus. Ist eine Open-Source-Software zur Steuerung von Pick-and-Place-Maschinen. Das heißt, die kümmert sich primär darum, der Maschine zu sagen, wie sie sich bewegen soll. Das heißt, die Maschine selber wird im Normalfall per G-Code oder ein paar anderen Fällen mit anderen Steuerbefehlen angesteuert, macht die eigentliche Bewegungsausführung und der ganze Rest kümmert sich OpenPNP drum, das heißt Bilderkennung, Planung von den Bewegungsmustern und ähnliche Dinge. Ist geschrieben in Java, ich weiß nicht, die Lieblingssprache von allen Anwesenden sehr wahrscheinlich, muss man halt eben dann durch und hat aktuell zwei Hauptentwickler, den Jason von Nida, der es auch angefangen hat. Und in den letzten Jahren, kann man ruhig auch sagen, ist der Marc auch sehr aktiv. Der hat da auch sehr viel noch beigetragen, auch irgendwie, was die Usability angeht, stark verbessert, so automatische Setups, Fehlerbehebung und ähnliches. Genau, wie ich gerade schon sagte, bestimmt halt die notwendigen Bewegungen und verwaltet die Feeder. Einmal ganz kurz, was ist so ein Feeder? Ein Feeder beinhaltet eben einen Typ von Bauteilen für so eine Pick-and-Place-Maschine. Und sagt halt der Pick-and-Place-Maschine, wie kommt man sozusagen an dieses Bauteil? Und das kann halt ganz unterschiedlich sein. Es können diese Rollenfeeder sein, die wir bei den Semi-Profis und bei den Profi-Geräten gesehen haben. Da ist natürlich die Position meistens konstant. Aber je nachdem, wie der gelöst ist, musst du vielleicht zum Beispiel vorher einmal der Kopf irgendwo gegendrücken, quasi, um es einen weiter zu transportieren. Dann gibt es so Feeder, wo man sagt, ich habe einfach so einen Streifen auf den Tisch geklebt. Dann muss man natürlich irgendwie sagen, hier ist der Anfang. In dem Winkel bitte sozusagen weitersuchen, in dem Raster. Oder man hat so ein Tray, wo einfach die Bauteile im Raster liegen. Da muss man natürlich auch sagen, wo findet man das erste Bauteil, wo findet man, also mit wie viel Abstand das zweite in X und Y, wie viele Reihen, wie viele Spalten gibt es und so weiter und so fort. Da gibt es eben relativ viele. Und da war halt eben die Idee, naja, ergänzen wir halt eben so den Heap-Feeder. Kommen wir zum Plan. Der Plan war relativ einfach. Ich suche mir einen guten Bausatz, weil mechanisch bin ich nicht so der Allerfitteste. Ich suche mir also einen guten Bausatz, von dem ich ausgehen kann und damit weiterarbeiten kann. Idealerweise schon aufgebaut, um sozusagen die üblichen Probleme zu vermeiden. Dann ergänze ich halt die Heap-Feeder-Implementierung und dann spare ich halt Zeit. Der Plan sieht gut aus. Schritt 1, das Bild kommt einem bekannt vor. Ich finde, habe einen bezahlbare, bereits aufgebauten Lightplacer gefunden. Die Implementierung war sogar ein bisschen verbessert, hatte Linearführungen statt die normalen Führungen drin gehabt und so, der passenden Unterschrank. Schritt 1, also erledigt. Schritt 2. So schwer kann es doch jetzt nicht sein, so einen Heap-Feeder zu implementieren. Es gab ja schon diesen Prototyp, der diverse Sachen zwar hardcodiert hat, aber ja auf den ersten Blick ja funktioniert hat. Das kann ja nicht so schwierig sein. Man muss ja quasi nur noch ein bisschen die Konfiguration ergänzen, vielleicht noch ein, zwei Sachen feintunen, dann passt das. Sehr gefährliche letzte Worte. Zum einen, man unterschätzt einfach mal ganz subtil die Einarbeitung in so ein Projekt regelmäßig gerne. Es ist ja nicht nur darum, dass man mal eben so ein Feeder ergänzt. Man muss ja so ein bisschen die Logik dahinter verstehen, wie das ganze Projekt aufgebaut ist. Ja, also die ersten Ergebnisse funktionierten relativ schnell. Es gab so ganz schnell die Möglichkeit, die GUI zu bekommen, Konfigurationseinstellungen. Das sieht gut aus. Aber das ist nun mal ein relativ exotischer Use Case, den ich da habe. Das ist jetzt nicht so, wo man jetzt sagt, ich habe da 22 Beispiele, ich mache jetzt das 23. minimal andere, sondern ich stellte halt fest, es gibt gerade so relativ genau ein entfernt von der Logik passendes Beispiel. Oder wenn wir genau sind, zwei halbe. Eine, was ein bisschen ähnlich von der Konfiguration aussieht, und eins, was ein bisschen ähnlich aussieht, was so den Prozess von der Bildverarbeitung und anderes aussieht. Ja, und damit stellt man auf einmal so fest, man läuft hin wieder in unerwartetes Verhalten. Ein Beispiel, was ich dabei hatte, diese
Boxen, wo ich die Bauteile reinschmeiße, um sie zu erkennen, ob sie richtig liegen oder nicht. Da wurden die regelmäßig die Einstellungen zurückgesetzt, wenn ich an einer anderen Stelle die gewechselt habe. Das heißt, ich habe in dem einen sozusagen Bauteil, in diesem einen Hieb, die Dropbox gewechselt und im anderen waren auf einmal alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Irgendwie blöd. Nach, ich glaube, es waren am Ende gefühlt so 2-3 Tagen Zeit, die da drin versenkt wurden, war es am Ende auch relativ klar und logisch, was da passiert ist. Aber es war mal wieder schon umgerechnet, würde ich sagen, 6 bis 8 Platinen, die ich in der Zeit gemütlich hätte machen können, die darin verschwunden sind. Warum einfach nur die Einstellungen wieder sich in Luft auflösen? Und was man nebenbei findet, was natürlich eigentlich total cool ist und natürlich auch so ein Gesamtprojekt vielleicht voranbringt, man findet, wenn man so einen exotischen Use Case macht, immer mal wieder neue kleine Bugs an ein paar Stellen. Weil ich sehr viel Bilderkennung gemacht habe, habe ich zum Beispiel festgestellt, oh, an mehreren Stellen gab es ein Memory Leak, wo halt Bilder von der Bilderkennung nicht freigegeben wurden. Und weil da intern OpenCV verwendet wurde mit interessanten Bindings, hat der Java Garbage Collector da nicht zugeschlagen gehabt. Fixt man halt eben nebenbei mit. Dann stellt man so fest, 1-2 Features, die man vielleicht braucht, fehlen dabei auch. Nichts, also die Kernentwickler waren in dem Punkt auch total happy, dass man sich auch mit einbringt. Das ist kein Problem gewesen bei dem Projekt. Aber ne, so SideQuest 1, 2, 3, 4, die läppern sich dann nebenbei. Gut, dann haben wir halt eben so die Idee am Ende. Wir haben die Konfiguration, ne, wir haben die Position, wo so ein Heap ist. Wir haben die aktuelle Höhe, also auf welcher Höhe haben wir zuletzt Bauteile gefunden. Wir haben so den tiefsten Punkt, wo ist irgendwann Ende. Das heißt, wenn ich den erreiche, kann ich aufhören, dann weiß ich, das Ding ist leer. Dann muss ich noch wissen, wo soll ich die Bauteile reinschmeißen, damit es einen guten Kontrast hat für die Kameras. Wenn ich ein Bauteil habe, was größtenteils schwarz ist und ich schmeiße es auf irgendeinen schwarzen Hintergrund, viel Spaß mit der Bilderkennung. Oder wenn ich ein Bauteil habe, das in der Mitte relativ grün ist und schmeiße es hinter was Grünes, dann wird es schwierig, da rein ein Bauteil zu erkennen und nicht 2 halbe. Das heißt, da hatte ich dann eben festgestellt, ja gut, machen wir das konfigurierbar. Und der Ablauf ist jetzt relativ einfach. Ich schaue mir erst nach, ob die Dropbox, die ich jetzt gleich nutzen will, aufräumen muss. Das heißt, falls ich vorher ein anderes Bauteil verwendet habe, muss ich erstmal nachgucken, liegt da noch irgendwas drin. Weil wenn ich jetzt einfach nur neue Bauteile reinwerfen würde, hätte ich ein ganz wildes Gemisch. Das wäre dann blöd. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir räumen die vorher auf. Wenn die Dropbox dann leer ist, weil sie aufgeräumt wurde oder alle Bauteile, die ich vorher drin hatte, aufgebraucht sind, dann hole ich mir neue Bauteile. Einfach aus diesem Stapel gehe ich mit der Düse rein, mit denen ich Bauteile anhebe, schalte das Vakuum ein, heb sie raus, fahre hin, schalte das Vakuum ab, lasse sie reinfallen und schaue nach, ob halt eben welche passend liegen. Wenn ja, bin ich glücklich, sagt der Rest vom OpenPNP, heb jetzt dieses Bauteil hoch. Wenn nicht, schaue ich mal, ist überhaupt noch ein Teil da? Also war das Versuch überhaupt erfolgreich, Bauteile zu holen? Und wenn ja, nehme ich mir irgendeins von diesen Bauteilen und schmeiße es wieder rein. Und wenn nicht, naja, dann müssen wir mit Schritt 3 wieder anfangen, überhaupt Bauteile zu holen. Und jetzt kommt die Realität. Nicht nur, dass die Software mehr Arbeit erfordert hat, als man gedacht hat. Physik ist nun mal auch doof. Die erste Challenge ist, wir werfen die Bauteile rein. Hatte ich persönlich nicht erwartet, dass es eine Challenge wird, weil die Versuche, so die ersten Bauteile auf eine Platine zu platzieren, funktioniert wunderbar. Aber wir stellen fest, Bauteile, so gerade so leichtere, haben manchmal eine Tendenz, einfach an dieser Düse in gewissen Grenzen kleben zu bleiben. Das fällt einem im Normalfall gar nicht auf, weil die Lötpaste, die man auf der Platine hat, sozusagen klebt stark genug, dass es dann stärker an der Platine klebt als an der Düse. Aber wenn ich sie jetzt von oben irgendwo reinwerfen will, da zieht ja bis auf die Gravitation nichts mehr an diesem Bauteil. Okay, das zu meinem Plan, ich will nichts mechanisch verändern. Also fange ich an, ein bisschen rumzutütteln,
dass ich bei der Düse nicht nur Vakuum erzeugen kann, sondern auch einen leichten Überdruck, schaltbar mit Magnetventil, damit das Ganze irgendwie funktioniert, dass ich die Bauteile dann wirklich sicher loswerde und die halt eben nicht ewig an der Düse kleben bleiben, weil das ist auch aus zwei Gründen blöd. Zum Grund eins, es funktioniert ja nicht, und Grund zwei, je nachdem, was man dann als nächstes macht, hat man eben dieses Bauteil noch, und wenn man nicht dann irgendwo mit etwas Gewalt draufdengelt, dann zerbröselt dieses Bauteil. Auch nicht schön. Gut. Nächstes Problem. Wenn ich die Bauteile ja aus dem Stapel nehme, möchte ich ja wissen, wann ich aufhören muss, irgendwie zu suchen. Eigentlich gibt es da schon fertige Funktionen für. Ruft man einfach hin und wieder mal an auf. Sozusagen ist ein Part an der Düse, so eine Parts-on-Methode. Ja, eigentlich. Der Haken ist, diese Parts-on-Methode dient dazu, zu prüfen, ob das Bauteil wirklich sicher gegriffen worden ist. Das heißt, das geht davon aus, dass Bauteil und Düse wirklich schön ordentlich Kontakt haben, dass die Düse schön mittig auf dem Bauteil sitzt und damit sozusagen relativ gut den Luftstrom sozusagen ja, abschneidet und damit ein relativ stabiles Vakuum entsteht. Macht im Normalfall ja auch Sinn. Man möchte nicht das Bauteil irgendwie halb hochheben mit dem Risiko, dass es vielleicht zwischendurch mal runterfällt. Wenn ich aber in diesen Pott mit Bauteilen rühre, habe ich die Bauteile nicht zwangsweise genau so plan vor der Düse. Ich habe sie vielleicht ein bisschen mit seitlich versetzt oder quasi nur eine Ecke hängt an der Düse. Okay, stellen wir halt fest, funktioniert nicht. Heißt aber, ich brauche jetzt auf einmal eine eigene Auswertungslogik, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, ich muss jetzt auf einmal mir eine eigene Auswertungslogik machen. Ab wann habe ich denn vermutlich jetzt ein Bauteil gefunden? So, und was ich gerade schon gesagt habe, haben wir nämlich indirekt auch. Normalerweise will man ja ein gutes Vakuum, damit die Bauteile nicht ungeplant verloren gehen. Wir haben jetzt nicht immer ein gutes Vakuum. Also kam das nächste Problem. Manchmal werde ich Bauteile ungeplant los. Ich habe irgendwas gefunden, ich hebe es an und dann muss ich es ja erstmal über diesen XY-Tisch bewegen. Und Bewegung sorgt halt dafür, dass Kräfte wirken, und hin und wieder beschließt dann so ein Teil, naja, so toll finde ich es jetzt hier doch nicht, und fällt dann einfach runter. Also stellt man fest, okay, ich muss jetzt die Bewegungsplanung auch nochmal überarbeiten. Nicht direkt von sozusagen A nach B, also nicht direkt von dem Hieb, wo ich es aufgehoben habe, zu dieser Box, wo ich es reinschmeißen möchte, sondern ich möchte bitte einen Weg finden, wo ich möglichst wenig über andere Boxen, oder idealerweise gar nicht über andere Boxen mich bewege, damit, wenn das Teil runterfällt, ich nicht jetzt auf einmal, keine Ahnung, 20 Ohm Widerstand bei den 200 Kilo Ohm Widerständen drin liegen habe. Ja gut, bei den Widerständen wird es vielleicht sogar noch funktionieren, da meckert am Ende die Bilderkennung, weil die, wenn die aufgedruckt haben. Aber spätestens bei den Kondensatoren, die sehen alle gleich aus. Das gibt Probleme. Also halt nochmal gesagt, okay, wir brauchen jetzt noch Konfigurationseinstellungen, über welchen Pfad man die ganzen Sachen bewegen kann. Gut, jetzt habe ich doch jetzt endlich alles gemacht, oder? Nein. Es sah jetzt gut aus und dann stelle ich fest, ich mache jetzt zwischendurch Bauteile kaputt. Weil der naive Ansatz, ich gehe einfach mit der Düse in so einer ganz flachen Spirale in diesen Hieb rein und warte, bis ich ein Bauteil habe, hat halt ein paar Haken. Situation 1 ist, irgendein Bauteil blockiert ausreichend die Düse, dass sich kein anderes davor setzt, aber so wenig, dass nicht die Erkennung für das Bauteil ist da ausgelöst wird. Sorgt dafür, dass man nahezu unendlich lange auf der Suche ist. Und meistens sorgt dann irgendwann der Zufall dafür, dass es doch funktioniert. Soweit noch relativ harmlos. Das ist vielleicht nicht ganz so ideal, dass man relativ viele Bauteile quasi durchrührt. Aber das hat noch meistens gut funktioniert. Der Problem war meistens dann der nächste Schritt. Man merkt sich ja, damit man nicht jedes Mal ganz oben anfängt, wo man das zuletzt ein Bauteil gefunden hat. Schritt 2. Wir gehen auf fast die gleiche Höhe, wo wir es zuletzt gefunden haben, mit relativ viel Geschwindigkeit und Kraft.
Und wenn ich jetzt eben gefühlt einen Zentimeter tief in den Bauteilen war, haue ich quasi mit dem Hammer oben auf die Bauteile drauf. Gut. Nicht so ideal. Die nächste Variante, die hätten besonders gerne die Kondensatoren. Sie können sich verkanten. Kondensatoren sind im Gegensatz zu den Widerständen relativ schöne Kuben. Die Widerstände sind total flach, die gleiten irgendwie recht gut rum. Die Widerstände sind deutlich höher. Die schaffen es hin und wieder nach einer gewissen Zeit, wenn man ein paar Mal so ne, dran gearbeitet hat, sich schön auszurichten, so schön, schöne Raster. Mechanisch relativ stabil. Und wenn ich dann einmal mit der Düse in so eine Lücke gekommen bin, naja, wenn ich dann versuche zu rühren, die bewegen sich dann nicht. Die haben sich ja richtig schön verkeilt. Und dann ist jetzt halt die Frage, wer gewinnt? Die PNP-Maschine, die Schrittmotoren bewegen es trotzdem irgendwie. Oder halt die Kondensatoren und wir überspringen Schritte und verlieren Genauigkeit. Keins von beiden ist ideal. Bei den 0603 Widerständen übrigens hat meistens die PNP-Maschine gewonnen. Dementsprechend hat man auf einmal halbe Widerstände in der Sammlung. Auch nicht so ideal. Okay, also zurück in Eclipse. Wir brauchen jetzt zwei neue Optionen. Die erste Option ist, wir begrenzen die Anzahl der Suchtiefe von dem Punkt, wo wir zuletzt was gefunden haben. Wenn wir da, ich glaube, ich habe gesagt, damals die anderthalbfache Tiefe quasi der Bauteilehöhe, wenn bis dahin nichts gefunden worden ist, breche ich diesen Versuch an und fange nochmal von vorne an. Also ne, einmal die Düse wieder anheben, einmal leer pusten und dann wieder von vorne anfangen in der Hoffnung, dass es diesmal funktioniert. Statistik sagt, so funktioniert sogar überraschend gut dann. Und für die Kondensatoren machen wir jetzt noch ein noch zeitaufwendigeres Verfahren. Wir machen jetzt so ein Stocherverfahren. Das heißt, wir gehen nicht mehr in flachen Kreisen runter, sondern wir heben jedes Mal die Düse an, verfahren sie ein wenig, setzen sie wieder ab. Ist natürlich ein bisschen langsamer, weil wir haben ganz, ganz viel mehr Bewegung auf der Z-Achse. Aber wir haben jetzt hoffentlich sozusagen keine Kräfte mehr, die die Kondensatoren kaputt machen. Soweit, so gut. Jetzt haben wir also Bauteile und können sie die eben in diese Dropbox werfen für die Bilderkennung. So, das heißt, schauen wir uns jetzt das Ganze mal einmal an. OpenPNP nutzt intern OpenCV, das heißt, da hat man relativ viele Möglichkeiten und man kann halt da verschiedene Sachen als sogenannte Pipelines hintereinander setzen und damit kann man das gut machen. Und dann stellt man fest, ja, die Idee, man macht einfach mal eben so ein bisschen Bilderkennung, war auch, wie so viele Annahmen, etwas naiv. Zum einen, man hat überraschend wenig Daten. Ich habe gleich noch eine Folie, wo man einfach mal sieht, was zeichnet eigentlich die Kamera wirklich auf, weil die Bauteile sind ja relativ klein. So ein 0603 Bauteil, ja, was war das, glaube ich, nochmal? 1,4 mal 0,8 mm oder irgendwie so diese Größenordnung. Das sind nicht unendlich viele Pixel. Das macht schon mal ein bisschen schwieriger, wirklich saubere Sachen zu erkennen. Dann haben wir halt eben das Problem, in manchen Fällen wie die Kondensatoren, die sehen fast überall gleich aus. So oben, unten, links, rechts. Also gut, das, so groß sind die Unterschiede da auf den ersten Blick auch nicht. Dann noch gemeiner, falls man auf die dämliche Idee kommt, Bauteile mit Polarität auch da speichern zu wollen. Viel Spaß, die Polarität manchmal zu erkennen. Die gibt es immer Möglichkeiten, die zu erkennen, aber auch nicht immer ganz trivial. Und dann kommt noch diese ganz blöde Realität rein. Es gibt halt irgendwelche Lichtreflexionen. Die Beleuchtungssituation ist nicht immer 100% stabil und identisch. Man hat, je nachdem, wie man die Kamera ausrichtet, eventuell auch schon benachbarte Sachen, wo andere Bauteile drin liegen. Das heißt, da muss man auch wieder aufpassen. Und gerade wenn man so einen Mittelpunkt sucht, es kann sich halt eben auch die Perspektive ein bisschen ändern. So, am Ende habe ich dann festgestellt, okay, wir brauchen nicht einen Ansatz zur Bilderkennung, sondern wir brauchen mindestens zwei.
Ein Ansatz, um zu erkennen, sind da überhaupt Teile? Weil der darf eben nur eine sehr geringe False-Negative-Rate haben, ne? Also um zu erkennen, gerade zum Beispiel, ob dieser Sachen wieder leer ist oder solche Dinge, dann möchte ich ja sehr sicher gehen, dass es leer ist, dass ich keine anderen Bauteile verbaue. Und dann will ich halt eben erkennen, ob das Bauteil richtig liegt. Und da hätte ich gerne eine sehr geringe False-Positive-Rate, weil ich will die Bauteile ja nicht verkehrt rum einbauen oder das falsche Bauteil einbauen. Also haben wir das Ganze getrennt und für erkennen, ob es richtig liegt, hat es sich dann am Ende mit ein paar anderen Vorverarbeitungsschritten, so ein Template-Matching, als am vielversprechendsten herausgestellt. So, jetzt die versprochenen Bilder. Und nein, das Verpixelte, es liegt nicht an der Qualität hier auf den Folien. Das ist 1:1, was die Kamera so sieht. Das heißt, wir haben wirklich da überschaubare Größen von den Bildern und wir haben jetzt oben eine Reihe von verschiedenen Widerständen und zum Beispiel die ersten beiden, das sind nicht die gleichen Werte, das sind zwei unterschiedliche Werte, wie man ganz klar erkennen kann. Ne, beim einen ist es 221 und beim anderen ist es 222. Dann sieht man halt eben auch, die Aufdrücke sind unterschiedlich gut. Ne, also die, ich glaube, die 3,8 Kiloohm, der Aufdruck war jetzt nicht ganz so kräftig wie bei den anderen, um es mal diplomatisch zu formulieren. Dann haben wir in der zweiten Zeile auch noch so ein paar LEDs. Wer ganz genau hinschaut, hätte vielleicht eine Idee, wie man da wo die Polarität ist. Aber machen wir uns nichts vor, das wird schwierig. Und halt zum Schluss haben wir ein paar Kondensatoren. Die haben den großen Vor- und auch den großen Nachteil. Die sehen alle ziemlich gleich aus. Also ein bisschen unterschiedlich verzinnt die Enden, aber im Kern sehen die alle gleich aus. Dann nochmal als ein weiteres Beispiel, auch wenn es nicht in den Heap wieder reingeschmissen wurde, noch ein anderes Bauteil zum Thema Polarität erkennen und was die Kamera erkennt. Eigentlich ist das rechte Bild durchaus oben beschriftet. Sieht die Kamera nur nicht, das ist so fein reingelasert, da sieht die Kamera gar nichts. Von unten mit der zweiten Kamera sieht man ein bisschen mehr. Das heißt, von unten kann man erkennen, wie man dieses Bauteil platzieren möchte. Da gibt es ja unten in diesem Groundpad eine ganz kleine Kerbe, die sagt halt, wo man den Pin 1 findet. Das heißt, wenn man bei beiden Kameras spielt, funktioniert das auch teilweise bei den LEDs. Die haben dann ein ganz blasses, zum Beispiel T hinten drauf, auch sehr schön den Kontrast rauszufinden. Aber damit kriegt man solche Dinge hin. So, dann will ich jetzt mal kurz ein Video rüberschieben. Ich hoffe mal, es funktioniert wie geplant. So sieht nämlich dann das Ergebnis einmal oben aus, wenn man es von der PMP-Maschine betrachtet. Wenn man es einmal startet und sagt, ich möchte ein paar Bauteile holen, wird zuerst eben die passende Düse gewählt. Je nach Bauteilgröße gibt es unterschiedliche Düsen. Dann wird einmal geguckt von OpenPMP, dass die Düse möglichst zentriert ist. Also falls sie aus irgendwelchen Gründen asymmetrisch ist, wird das in der Software dann ausgeglichen, dass die Rotation schön weiter zentriert ist. Dann kam jetzt der Schritt, wir gucken nach, ob das Ziel, der grüne Becher, leer ist. Dann wird jetzt eben nachgeschaut, finden wir dort unser Bauteil. Das dauert jetzt ein bisschen, weil er ganz, ganz kleinen Schritten nach unten geht. Und eben als nächsten Schritt sieht man jetzt auch die Bewegung, geht außen rum, dann möglichst nicht runterfällt, wird runtergeworfen, fährt die Kamera wieder drüber für die Bilderkennung, hebt jetzt das Teil an. Jetzt geht es immer gleich nochmal von der Oberfläche, dann wird jetzt gesagt, das Bauteil soll zurückgelegt werden und dann macht er den ganzen Weg zurück und wirft es halt eben jetzt ab und das macht er jetzt gleich nochmal für das nächste Bauteil. So, dann schauen wir uns das eben das Ganze nochmal einmal aus Sicht der Software an. So, genau. Das ist jetzt eben die gleiche Sicht aus der Software. Das heißt, da sage ich jetzt ihm, er soll quasi ein Bauteil holen und man sieht jetzt am Anfang passiert erstmal auf sichtbar gar nichts. Das ist jetzt der Teil, wo die Düse geholt wird, eben und das Ganze kalibriert wird.
Und dann sieht man jetzt hier die Düsenkalibrierung. Da sieht man halt das Bild von der Düse, wo der Mittelpunkt gesucht wird. Dann passiert jetzt gleich wieder gar nichts. Hier haben wir jetzt eben das Bild, ist alles leer. Jetzt passiert mal wieder nichts. Und während nichts passiert, also kann ich ja einmal kurz noch drauf, einmal kurz hier Oberfläche. Da haben wir jetzt eben die ganzen zusätzlichen Optionen auch drin abgebildet, ne, den Wegpfad, die verschiedenen Erkennungspipelines. Das heißt, das ist halt eben alles zu konfigurieren drin. Unten drunter gibt es noch die Einstellung für die Dropbox. Jetzt sind die Bauteile reingeworfen worden. Man hat gesehen, zwei wurden erkannt. Jetzt gibt es halt einfach ein anderes Bild, weil einfach noch abgehoben wurde. Jetzt wird gesagt, Bauteil bitte zurückbringen. Dann bringt das halt zurück. Dabei bewegt sich das halt hinter die obere Kamera. Jetzt hat man sogar gesehen, durch das Einheben vom einen Bauteil hat sich das andere zufällig zurechtgerüttelt. Und damit sind wir auch in dem Punkt jetzt wieder durch, weil ja, das war es dazu. Dann machen wir den VLC wieder weg. Also stellen wir fest, der Plan Schritt 2 war jetzt am Ende auch erfolgreich. Ich habe jetzt eine Heap-Feeder-Implementierung und sie funktioniert. Ist auch eben komplett mittlerweile in OpenPNP Mainline Anführungszeichen enthalten. Das heißt, wenn Sie die Software runterladen, können Sie gerne damit rumspielen. Müssen halt irgendwie nur mit einem 3D-Drucker einmal passende Behälter machen und dann können Sie glücklich sein. Gut, kommen wir jetzt zu dem letzten Punkt. Habe ich da irgendwie Zeit gespart? Okay, ich habe also die Pick-and-Place-Maschine. Ich habe die Standardbauteile im Zugriff. OpenPNP importiert direkt auch aus KiCad sozusagen die Positionen der Platinen und so. Das ist eigentlich schon ein relativ angenehmer Workflow. Wie sieht es mit meiner Zeitersparnis aus? Schritt 1, was wir gerade eben gesehen haben. Ich wusste zwar vorweg, dass der Heap-Feeder nicht der schnellste Feeder sein wird, aber dass er am Ende so langsam ist, hatte ich jetzt auch vielleicht nicht ganz erwartet gehofft. Also wir haben eben gerade gesehen, sozusagen für zwei Bauteile, das Video war ungefähr eine Minute lang, Pi mal Daumen. Und das ist auch leider ungefähr realistisch. Also ich habe mal ein paar Tests gemacht, so ungefähr, ne, kommt ein bisschen aufs Glück an, auch je nachdem, wie häufig man Bauteile wieder zurückschmeißen muss und so weiter. Aber ganz grob, 100 Bauteile pro Stunde an einem guten Tag. Gut, kommen wir mal zurück zum Anfang. 140 Bauteile an einem akzeptablen Tag, 2 Stunden mit der Pinzette. 140 Bauteile, gut, ich spare vielleicht noch eine halbe Stunde. Gut, kann man jetzt sagen, in der halben Stunde kann ich ja theoretisch auch was anderes machen, aber so eine Riesenzeitersparnis ist das jetzt nicht mehr. Und der zweite Punkt ist, auch wenn es jetzt einfacher geworden ist, es fällt ja immer noch nicht komplett automatisch vom Himmel. Es gibt immer noch Bauteile, weil wenn ich eine andere Platine mache, die ich trotzdem ja meistens noch irgendwie auf den Tisch platzieren muss, oder die ich händisch irgendwie nochmal anlernen muss. Ich muss auch eben immer noch die Dateien einlesen. Und vielleicht liegt das auch an dem Spieltrieb, dass man nicht sagen kann, man lässt das System einfach so. Aber wenn die Software sich weiterentwickelt, man feststellt, das Feature wäre ja eigentlich noch nett und ähnliches, geht da ja auch nochmal Zeit drauf. Und wenn man dann nur sehr selten wirklich Platinen bestückt, darf man einfach, wenn man ehrlich ist, sagen, das ist gerade ein eigenes Hobby geworden und nicht eine Arbeitsersparnis. Also muss man einfach mal ganz klar sagen, die Idee, ich spare damit Zeit. Und das meine ich jetzt auch nicht am Ende, wenn das Projekt fertig ist. Man kann ja manchmal sagen mit, okay, ich habe da jetzt, ich habe glücklicherweise jetzt schon nicht gezählt, ich denke mal, es war deutlich dreistellig, Anzahl an Zeit versenkt. Aber in Zukunft, das Skript, was mir die 30-Minuten-Task abnimmt, den ich zweimal im Jahr brauche, hat zwar jetzt 30 Stunden gebaut, aber dafür habe ich jetzt zumindest die nächsten 3 Jahre 20 Minuten mehr Zeit pro Jahr, sondern es war ja nicht mal sozusagen im laufenden Betrieb eine Zeitersparnis.
So, was kann ich also jetzt als Fazit sagen? Es war ein total spannender Sidequest. Ich habe noch ein bisschen gelernt, wie man über ein bisschen größere Software in Java anguckt, wie man mit Bilderkennung ärgert, welche Probleme sozusagen die Realwelt hat, wenn man so wirklich mit so Bauteilen hantiert. Unter dem Aspekt kann ich jeden von Ihnen empfehlen, muss jetzt keine Pick-and-Place-Maschine sein, aber ne, sowas kann ein richtig schönes Projekt sein. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, ich habe meinen Bedarf vollkommen überschätzt. Wie ich bereits angekündigt wurde, diese große Platine war ja für ein konkretes Projekt. Und wenn ich ehrlich bin, so häufig hatte ich danach nicht ähnlich große Projekte, wo ich dann eine Platine hatte mit 140 Bauteilen. Die nächsten Platinen hatten eher so 10 oder 20 Bauteile. Und das verschiebt dann schon mal wieder das Kosten-Nutzen-Verhältnis extrem. Wenn man jetzt 10 Minuten dran sitzt, etwas übertrieben gesagt, bis dahin ist der Rechner noch nicht mal gebootet. Da habe ich es per Hand schon fertig gemacht. Und was man auch natürlich am Ende nicht unterschätzen darf, ich weiß zwar nicht, wie es Ihnen geht, aber ich wohne in einer normalen Wohnung und nicht in einem kompletten riesen Industrieloft oder ähnlich Menschen. Auch wenn das Ding jetzt keine 12 Quadratmeter benötigt, so halben, dreiviertel Quadratmeter Platz hat es halt doch gefressen. Und zwar auch einen, den man halt schlecht anders nutzen kann. Man konnte eben, man kann das hier nicht irgendwie an eine Wand hochklappen, dann rieseln die Bauteile irgendwo hin, sondern es musste halt irgendwo in einem Zimmer rumstehen. Das heißt, mich hat am Ende auch der Platzbedarf genervt. Und das ist halt eben auch mal der Grund, warum ich nicht mehr Besitzer von der Maschine bin. So schön das Projekt war, es wurde zu wenig genutzt und hat halt dafür zu viel Ressourcen gefressen, dass man einfach gesagt hat, es war jetzt ein sehr schönes Erlebnis. Ich habe viele Erfahrungen damit gesammelt. Aber das eigentliche Ziel, Zeit zu sparen, muss man sagen, ist furchtbar nach hinten und losgegangen. So, und wenn dann jetzt jemand Fragen dazu hat, sei es eben grundsätzlich zu Pick-and-Place-Maschinen, OpenPNP oder was auch immer, ich glaube, 2-3 Minuten haben wir noch. Hi, wie viel kostet das ganze Ding insgesamt? Also, gute Frage. Ich glaube, den aufgebauten Bausatz habe ich für, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, einen Tausender damals bekommen. Der Rest war jetzt, ich sag mal, Rundungsfehler. Ne? Ein bisschen für 3D-Druck. Ich glaube, ein 3-Wege-Magnetventil, irgendwie nochmal 20 Euro oder so. Also, das Teuerste war jetzt eben der aufgebaute Bausatz. Den kriegt man vielleicht auch günstiger hin, wenn man selber noch ein bisschen bastelt. Aber da ich in dem Punkt faul war, war das, glaube ich, ungefähr ein Tausender. Du hast gesagt, dass mit diesen Reels man beim Aufreelen irgendwie 10, 20 Bauteile quasi wegschmeißt. Wieso? Die meisten Fehler sozusagen transportieren dieses Tape weiter, indem sie sozusagen oben die das Update-Tape sozusagen weiterziehen. Und das heißt, man muss das erste Stück sozusagen von diesem Tape losnehmen, ein paar Zentimeter und sozusagen in die Wickeleinrichtung einführen. Und damit hat man natürlich dann ganz vorne 4-5 Zentimeter oder noch ein bisschen mehr freigelegt. Und da aus verschiedenen Gründen quasi immer direkt an der Stelle sozusagen die erste freigelegte Stelle gepickt wird, sind die ersten Daumen, ja, zumindest für die Pick-and-Place-Maschinen nicht mehr nutzbar. Man kann die natürlich theoretisch irgendwie in ein kleines Tütchen tun, falls für Handprojekte, aber eben nicht für das Automatische nutzbar. Geht das Ding? Ja. Könnte man das Problem mit dem zerstörten Bauteil dadurch lösen, dass man eine flexible Nozzle benutzt? Gute Frage. Ich denke, wäre vielleicht ein Ansatz. Wenn ich jetzt ehrlich bin, nicht darüber nachgedacht, weil die gab es halt nicht im Angebot. Die sind alle schön aus Stahl CNC gefräst, die man so bekommt. Deshalb weiß ich da jetzt nicht, ob es da eine Option wäre und ob man überhaupt da realistisch, ja, das eine realistische Option wäre. So, wir müssen leider an dieser Stelle die Fragestunde abbrechen, weil hier gleich der nächste Talk losgeht. Aber ich bin mir der festen Überzeugung, dass man
Johannes Lucier auch auf dem Event sehen wird und man bestimmt noch ganz viele Fragen stellen kann. Ich wünsche euch noch eine schöne restliche MRM-CD und ich würde noch mal um einen Applaus bitten.